ja, nach 2017 habe ich, ich hatte Probleme im Unterleibsbereich, bin zum Arzt gegangen und er meinte, sie haben Endometriose. Ach du, was ist das? Endometriose sind Verwachsungen an der Gebärmutterwand. Die Schmerzen sind so schlimm, ob du jedes Mal einmal im Monat, während du also Regelblutung hast, ob du ein Kind zur Welt bringst. Ach du liebe Güte. Jede 9., 10. Frau in Deutschland leiden unter Endometriose. Ja, so, und ich wusste nicht, wohin damit. Und er meinte, ja, am besten Gebärmutter rausnehmen lassen. Oh, what the fuck? Ja, ich habe gesagt, das mache ich nicht. Ich wollte noch mit meinem Partner ein Kind, ja, zur Welt bringen. Und in dem Moment, also in der Phase, bekam ich die Diagnose. Das war echt so ein Schlag ins Gesicht. Ne? Ich habe wirklich jeden Monat mir Ibuprofen, alles Schmerzmittel reingehauen. Und irgendwann habe ich gesagt, ich kann so nicht mehr leben. Ja. Und dann hast du einen Monat rum und dann weißt du schon kopfmäßig, das geht bald wieder los. Und durch diese Ängste haben sich bei mir Angstattacken entwickelt. Ach du grüne Hörner. Na dann. Da war ich mir noch mehr sicher, dass die Gebärmutter rauskommt. Ja. Die Gebärmutter wurde entfernt und dann dachte ich, machst du die Augen auf, hab mich so sehr gefreut auf diesen Eingriff. Könnt ihr euch vorstellen, du freust dich darauf, dass dir die Gebärmutter rausgenommen wird. Wie krank ist das denn, ja? Weil ich wirklich mich auf ein schmerzfreies Leben gefreut hatte. Ja, und dann wachte ich auf, ich war nicht mehr dieselbe Person. Du kommst in die künstliche Wechseljahre. Hallo, das hat mir keiner gesagt. Ich bin als Mensch reinmarschiert in die Klinik, ich kam als Zombie wieder raus, ja? Ich habe Schüttelfrost gehabt, mir ging es schlecht. Sie geht immer so lustig und lapidar mit diesen Wechseljahren um, aber das ist schon schlimm, weil es hätte jemand, eine Frau, die innere Uhr, den Zeitschalter einfach so ein paar Jahre unangenehm nach vorn gedreht und ich glaube, da hat sie ganz schön zu knabbern. Kader, das ist total viel, was dir passiert ist, das ist nicht wenig. Durch die künstliche Wechseljahre haben sich die Panikattacken sich noch mehr, das ist wie eine Spirale, verstärkt. Ich konnte nicht alleine sein, ja, und ich konnte nicht mal einkaufen gehen. Na, da ist das ja dasselbe wie ja, und man stellt sich auch Panikattacken immer so vor, dass man, aber so ist das nicht. Das ist wirklich, du hast das Gefühl zu versteinern. Du stirbst. Ja, in dem Moment dachte ich, ich sterbe. Ja. Ja, und dann bin ich zum Psychologen gegangen und der war wirklich der einzige Mensch, der mich verstanden hat. Er meinte, hier sitzen oft Frauen, die unter Angststörung leiden wegen ihrer Wechseljahre. Ja. Ich war nur ein Jahr lang mit meiner Gesundheit beschäftigt. Aber dass ich diese Panikattacken losgeworden bin, ja, und meine Hormone wieder sich normalisiert haben, ich habe wieder wirklich mein altes Leben zurückgehalten. Das ist ja herrlich, Max. Da freue ich mich aber auch sehr für dich. Diese Krankheit hat mich stärker gemacht als denn je. Also heute schätze ich meinen Kopf, meine Gesundheit und alles. Bin jeden Tag dankbar, dass ich gesund bin, wirklich. Wenn man schnell zum Arzt geht, wenn man das erkennt, sind so Panikstörungen und Zwangsstörungen eigentlich relativ gut therapierbar heutzutage. Danke für das schöne Gespräch, Thomas. Ja, ja.